Theresa May sucht nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. Die britische Premierministerin trifft in der Nacht nach dem überstandenen Misstrauensvotum gegen sie die Anführer mehrerer Oppositionsparteien. Sie wird die ganze Woche über an einem Plan B arbeiten. Nachdem die Abgeordneten klargemacht haben, was sie nicht wollen, müssen wir alle konstruktiv zusammenarbeiten, um herauszufinden, was das Parlament will. May zeigt sich enttäuscht, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn sich einem Treffen zunächst verweigert habe. Corbyn will erst Gespräche mit May führen, wenn die Premierministerin die so wörtlich katastrophale Perspektive eines Brexits ohne Abkommen mit der EU ein für alle Mal ausschließt. May hatte ein Misstrauensvotum im Unterhaus knapp überstanden. Am Vorabend hatten ihr die Abgeordneten noch eine historische Niederlage beschert, als sie das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen mit großer Mehrheit ablehnten. Bis Montag will May darlegen, wie ein geordneter EU-Austritt doch noch gelingen soll.